David gegen Goliath, so kann man die Partie des Brandenburg-Ligisten FFC Viktoria gegen den in der dritten Liga angesiedelten SV Babelsberg 03 bezeichnen. Wie die Frankfurter die zweite Runde im Krombacher Pokal angingen, versetzte die 850 Zuschauer schon in Erstaunen. Das 1:0 für Viktoria fiel in der 7. Minute durch Gülek, der nach einem tollen Lattenknaller von Jackson Hausler am schnellsten reagierte. Die drei Spielklassen höher angesiedelten Babelsberger taten sich schwer und Klassenunterschiede waren über weite Strecken kaum erkennbar. Mit dem wohlverdienten 1:0 für Frankfurt ging es in die Halbzeitpause. Mit der ersten Halbzeit waren wir zufrieden, haben 1:0 geführt. Nach 7 Minuten haben wir noch eine riesen Chance durch Sello. Wenn der reingeht, steht 2:0. Wäre sicher ein bisschen anders gelaufen. Erst in der 65. Minute kam Babelsberg glücklich zum Ausgleich. Durch zwischenzeitliche Ballberührung des Frankfurter Hildebrand wurde das Abseits aufgehoben. Markus Müller in den Reihen der Babelsberger konnte abstauben. Mehr oder weniger ein Geschenk der Frankfurter an die Gäste. Der FFC Viktoria zwang den Drittligisten nach den 90 Minuten in die Verlängerung. Nachdem Dennis Lemke in der 105. Minute die Babelsberger in Führung schoss, glich Fred Garling zwei Minuten später zum 2:2 wieder aus. Die Gäste schlugen jetzt die technisch feinere Klinge, zeigten sich individuell stärker, kombinationssicherer. Das aber machte der Brandenburg-Ligist mit taktischer Disziplin, mit viel Eifer und hoher Laufbereitschaft wett. Als den Oderstädtern die Kräfte langsam ausgingen, kassierten sie vor Abpfiff in der 114. und 119. Minute noch zwei Tore. Viktoria verliert erst in der Pokalverlängerung ehrenvoll gegen den Drittligisten SV Babelsberg mit 2:4. Ich glaube, viel muss man nicht sagen. Wir haben uns sehr schwer getan. Wenn man so will, die zweite Anzug hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Es hat sich keiner aufgedrängt fürs Darmstadt-Spiel. Trotzdem bin ich natürlich froh, dass wir eine Runde weitergekommen sind. Wir sind die Favoriten in diesem Wettbewerb und wir müssen einfach weiterkommen und das Ergebnis zählt. Auch wenn wir uns schwer tun, das tun wir uns nun mal, wenn wir gegen Kleine spielen, das sieht man. Wenn man gegen eine Profimannschaft bis zur 120. Minute oder 180. so gut mithält, dann ist es auch ein Sieg der Moral. Und wenn wir den Schwung, und das ist das Wichtige, mit nächste Woche rübernehmen, gegen Spiel gegen Waltersdorf, brauchen wir keine Angst zu haben.